Meister, all die nix schuld, all die nix schuld. Noch zwei Minuten, dann geht's los. Vermeintlich. Vielleicht sagen sind auch wir denn schon da? Sind wir schon da? Wir sind doch gar nicht losgefahren. Warte. Wir waren da. Mir ist schon so langweilig, ich spiele schon mit dem Fuß am Lenkrad rum. Wann ist denn Pause? Der lenkt mir die Zehen. Ja, richtig. Ich schieb das nur so. What the fuck, was geht jetzt ab? Weiß nicht. Muss pipi. Wer hat denn da ein Double von euch? Das ist keiner von ihr, das ist CH. Leute, ist der bescheuert? Alter. Wie heißt der nochmal? Den ich streicheln wollte, wie hieß der nochmal? Da ist einer da, da ist auch einer da. Ich weiß auch nicht, wo der steht. Wie heißt Kappa, der nochmal? Ach, meinst du hier so ein Einachser oder was? Ja, ja, der kleine Einachser. Kapo, der Band ist auch da. Odin. Ja? Ja, bitte. Mein Name ist Franziska Miller. Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Köln. Das ist in der Nähe von Deutschland. Ja, ja, moin. Gönn dir. Nee, den wollte ich... Wie hieß der? Hieß der nicht Eisbär oder sowas? Ja, ja. Ach so, der. Ach so, der. Der ist aus Bett vorgebannt, deswegen hat er wahrscheinlich keine Lust. Oh, der ist gebannt? Ja. Warum? Endlich. Aus ETS oder aus Bett vor? Aus Bett vor. Warum? Wegen... Weil er Aufträge ein bisschen hochpusht. Guck dir mal seine Aufträge an, warum? Nein, darum geht's gar nicht. Der war einfach nur ziemlich unfreundlich. Also... Och, der war doch süß mit seinem kleinen Anhänger. Konnte man streicheln. Wie lange ist er jetzt gebannt? Permanent oder? Bis zum 1.3. Lol, wie ich verstanden habe, ich geh gleich auf, wenn das losgeht, lol. Micha, du hast deinen Hänger abgehängt. Hätte du hast doch deinen Hänger abgehängt? Wir hängen jetzt alle die Trailer ab und fahren so mit. Ja, weil der eine hat hier geschrieben, im Chat hier, wenn das jetzt nicht gleich losgeht, gehe ich off und da habe ich Tschüssi geschrieben und habe aber vergessen Y vorher zu drücken und da habe ich T gedrückt und dann habe ich den Anhänger abgeschaltet. So, jetzt haben wir schon 16 nach. Und jetzt? Ja, ich habe schon geschrieben, probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Nee, der andere kommt jetzt gleich wieder rein und sagt, die Weiterfahrt verzögert sich nochmal 15 weitere Minuten. Bitte habt ihr Verständnis. Wäre toll. Dann kann Jörg auch noch dazu stoßen. Danke, dass Sie mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Gott sei Dank muss ich nicht die ganze Zeit Y klicken. Ja, das ist echt cool. Eine Info an alle, wir starten den Konvoi voraussichtlich in 2 Minuten. Geil! Jetzt hab ich's gesagt! Hab ich's nicht gesagt! Da kann ja doch noch Odin reinkommen eigentlich. Steht, oh Mann. Steht einer in der Tür vom Zug wegen 2 Min. Bitte treten Sie von den Bahnlichtschranken zurück, sonst können wir nicht weiterfahren. Und dann fahren wir gleich los und dann kommt sofort Nothalt, weil jemand Nothalt gedreht hat. Die Notbremse gezogen hat, so richtig so. Ja, genau. Entschuldigung. Wenn es einfach drinnen zu warm ist, dann nimmt der Nothammer und schlägt Scheibe ein. Lustig wird es garantiert am Hafen, wenn alle wieder Fähre rüber sollen. Ja, oh, da haben einige Leute noch gar nicht gemerkt, dass die gar nicht reinschreiben brauchen. Ja, also machen es trotzdem. Oder bewegt sich irgendwas? Oh, es bewegt sich. Oh, es bewegt sich, ich muss aufnehmen. Hey, cool, ein LKW fährt. Wo ist der Rest? Eine Information an alle, wir starten den Konvoi, bitte nach der TS-Reihenfolge fahren. Ein Captain! Ich hab grad, bevor er gesagt hat, bitte nach der Reihenfolge fahren, hätte ich jetzt eher gedacht, in diesen Minuten. Captain, Eisberg voraus! Genau! Oh, doppelt und dreifach. Wir müssen nach der Bärenschlag fahren, gell? Das ist wieder so ein kleiner Süßer. Wo ist denn die? Ja, ja.
über uns. Links von uns steht die, oder? Mhm. Die Fernfahrerlux für dem und so. Also schräg vor links, schräg vor uns. Alter, ey, das wird doch du Scheiße. Jonas, wollen wir nicht schon mal vorfahren, da wo jetzt die White Dragons dann stand? Damit wir sehen, wenn die links vorbeifahren. Moin, Walrich. Hey, hey. Weil die sind nämlich da hinten so komisch in der Ecke und da müssten wir blöd hinfahren. Von mir aus? Naja, dann schmeißt man den Motor an. Ich sehe eh nichts. Der ist schon an. Ich sehe auch nichts. Warte, soll ich Licht anmachen? Ha! Siehst du was? So, einmal durch die orangene Meute durch hier. Oh geil. Jonas, nicht da fummeln! Und gleich zur Lisa rüber. So, nee. Natürlich, erstmal Feststellbremse lösen. Vielleicht. Ah, müssen wir hinter denen her? Ne, wir stellen es schon mal vor, also ich fahre einfach hinter den letzten von uns durch. Wir bleiben ja, weil da einer mitfährt, also... Will. Hm? Weil die vor uns gerade wegfahren. Ich kann gerade die Namen nicht lesen. Das sind die White Dragons. Die sind ja auch vor uns dran. Danach kommt ihr, ne? Ne, wir kommen nach der Bernstark. Ach, nach der Bernstark. Aber wir müssen sowieso mal ein Stück vor dann, weil wir also nicht sehen, wie die Bärenstark vorbeifährt. Ja, die KTL kommt ja davor auch noch. Die kommt ja, glaube ich, von vorne links oder sowas. Mal schauen. Gut, das ist alles. Das ist sein Ernst, er hat Holz geladen? Was ist denn? Hier fährt doch einer mit, der hat Strohballen geladen. Och, Dappel. Mhm. Einer mit Strohballen. Na dann. Oh Mann. Sehr durchorganisiert. Mhm, richtig. Also an die PNG. Ich nur noch da war alles hier, einfacher. Naja. Ja. Das war immer alles einfacher, ich wusste. Der Typ hängt, glaube ich. Nee, dort doch hat gehangen. So, kommt jetzt KTL da vorne? Jetzt kommt die KTL, ja. Ja. Steffi, oh, du Gott, fährst dann wieder vor und so und ich reihe mich dann hin. Alter, der lackt dann auf, ey. Alter! Aber ich glaube, uns wird es gleich gar nicht gehen. Vor allem mit Lärm an, mit Lärm Dings. Der nächste ist genauso schlecht. Wenn nicht sogar noch schlimmer. Das ist ja bei mir nicht gleich schlimm. Alter, der nächste. Ach, auch bis so lol, Alter. Ey, WTF. Bei denen ist die Bambusleitung am Start. Ja. Da kommt heute der Postbote mit die Paketdaten. Ach, das ist ja mit dem Strom. Ja, das ist Strohbein, Heidi. Oh Mann, ey. Alter, lick. Boah, wie das dann im Video aussieht, ey. Ja. War die Bernstark jetzt hinter uns, oder wo kommt die an? Die kommt vor uns. Die fahren auch da vorne einfach vorbei. Ah, okay. Selbe Richter. Die KTL lang fahren müsste. Ja, da ist irgendwas Pinkes gerade bei euch. Da fahr ich nämlich schon mal. Ja, boah, genau. Ich fahre hinter Jonas, ne? Ich will seine Rosette berühren. Hey, Leute. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Zu wenig Details, oder? Ne, zu viele Details. Wenigstens davon ein Bild, da kann man was sich angucken. Ach, die ist so klein, da muss ich erstmal kurz reinschauen, dann wird sie größer. Was? Nein. Das sieht wahrscheinlich so aus, weil ich in Jonas drin bin, dass er doppelt drin hat. Warm. Warm. Boah. Eine warme Geborgenheit. Schönst stickig hier irgendwie. So, da kommt die Bärenstark. Und die Klima ist, glaube ich, auf Heißluft. Bärenstark blau-weiß, ja, ne? Oh Jörg, das könnte noch gut werden. Oh, der dahinter, der leckt. Überhaupt nicht, was hast du? Total flüssig. Beziehungsweise, ja. Um es für ihn verständlich zu machen, da. Okay. Mit leichten Abhängen, hack. What the fuck? Flup. Oh, jetzt wird es nicht gleich anstrengend, glaub es. Oh Gott, jetzt wird er mal schneller, Lu. Ja, jetzt beschleunigt er. Jetzt hat er mal das Gaspedal gefunden, so. Geh mal schnell, Lu. Ich glaube, das war noch einer von der Bärenstark, oder? Ne, da kommt noch einer. Da kommen noch mehr. Jetzt so, kommt sie raus. Dann geht's los jetzt. Da kommt noch irgendwas.
Ja, das ist aber, das ist aber nicht bärenstark, das Euro. Okay. Dann versuchen wir mal rauszufahren hier. Ja, mal. Dann hab ich Capo als... Wer fährt denn jetzt vor hier? Stefan, du fährst vor. Ich fahr vor, ja. Oh, guck mal, da ist schon wieder so ein kleiner Süßer.
Können wir auch machen. Was limitiert sind die? 2 Jahre TNG. Zwei Jahre TNG gibt es nur so viele, wie jetzt bestellt werden. In dieser Bestellung danach gibt es sie ja nicht mehr. Genau. Außer die es noch auf Vorrat gibt. Ja. Ich fahre mal an dir dann vorbei. Viel Spaß beim Kämpfen. Ja, da, also mir kannst du mal eine mitbestellen. Wie machen wir das dann mit dem Zahlen und so? Am besten PayPal. Alles klar. Bei mir aber nicht, ne, weil PayPal machen wir ja bei mir, ne? Da schreibe ich dir dann nochmal bei Telonym, genau. Bei Telegram. Okay. Jonas hat meine Adresse. Jo. Du kommst nicht mehr raus, oder was? Also, aktueller Standpunkt jetzt. Aktueller Standpunkt sind jetzt nochmal dreimal extra 2 Jahres TNG-Tassen. Genau. Okidoki. Wir gehen ja weg wie warme Semmel. Ja, ne? Passant war was? 5, ne? 5 Euro Versand. Also 13,50, ne? Jupp. Das wird nicht. Wechseln sind wir reingefahren. Dann überweise ich dir vor. Wollte dir helfen. Nachdruck. Hat's geklappt wenigstens. Eine Information an alle, wir fahren aktuell mit 40 km/h. Guck mal, hier hast du V gedrückt für Dings hier, Differential. Was fährst du? Skania. Du hängst hinten in der Luft ein bisschen, ne? Dann werden es ja 3. Malre steht fest gerade hinter mir, ne? Else, Icke und Niklas. Wir fahren dann hinter mir. Ja, aktuell 3 2 Jahres-TNG-Tassen. Nur du fährst hinter mir, gell? Ja. Ja. Okay. Falls ich rüberziehe und nicht sag, dann kommt man wissen. Okay. Ich fühle mich nach Geschwindigkeitsrausch 100 Stundenkilometer. Angeblich in einer Minute. Du hörst schon, wenn der Pizzabote einmal durch die Haustür fährt. Oh, Alter, ich habe schon so stehen sagen, hallo mein Freund. Der hat den falschen Boden. Übrigens, wir stehen ja. Wir schon auf der Karte, sieht hier mehr etwas geknubbelt aus. Ja, ja, schau mal wegen ganz vorne, was der da macht. Wer war es? Bernstark? Ach du Scheiße. Genau, Bernstark. Natürlich, was denn sonst? Gleich aber ich muss mir jetzt noch vorbei. Junge. Hat aber verdient. Jetzt ist er weg. Boah, dann mache ich mir ja eine richtige Sammlung auf. Oh, jedes Jahr möchte ich dann eine Tasse haben. Ich hoffe, dass sie 10 Jahre bleibt. Ja, es gibt ja eine Einjahres-TMG-Tasse, hat es ja nie gegeben. So. Dann wollen wir auch geholfen. Soll ich ja meine Kinder noch rausfacken? Die dann Spülmaschinen fest oder nicht? Ja, doch. Gut. Denn hier fahre ich noch zwischen, das war gut, ich jetzt einer hier zwischen rein. Na, ne. Ohne Bernstock, du bist sicher, da steht wieder einer, Achtung. Bremsen, André. Ja. Franz will einfach nicht mit mir reden. Steht Niklas gerade mitten auf der Straße noch? Komm ein bisschen. Ja, was ist denn jetzt von euch? Sonst einer der Batterien, es gibt mal bitte eben durch, dass er gerade Besuch hat und wo das gerade bei ihm an der Tür geklingelt hat. Eine Information an alle, die Konvoigeschwindigkeit wird auf 50 km/h erhöht. What? Wenn ich mal so hoch komme. Der ist gerade nicht da, der Brennmaterial. Bei dem hat es gerade geklingelt, der musste gerade ganz schnell aufspüren. Oh, Scheiße. Scheiß, bin wieder da. Scheiß, bin wieder da. In welcher Firma steckt der Fahrer von der WSL jetzt drin? Achtung, Gegenverkehr. Welche Logistik? Was, Gegenverkehr? Ich fahr gerade auf. Leute, wo bist du jetzt, Leute, dagegen? Ja, wir wenden jetzt ja einmal so. Andere LKWs. Ja, wow. Deswegen jetzt alle bitte überholen, ganz wichtig, alle müssen jetzt überholen. Bitte überholen, ja. Wie kann der so blöd sein? Bremsen. Unfall. Aus?
Wie lautet denn die ID von dem Stolen? Safe meiner, safe meiner, safe meiner. Sag mal, dass ich bin, lol. Was? Nee. Ach so, mit drehen ja hier hinten um. Ja, wird gleich von, dass ich überhole. Die 91. Alter, was meinst du? Alles klar, danke. Wie viel wetten wir? Wie viel wetten wir? Alter, hier steht's ja. Hä? Dreht ihr um? Ja. Wow. Fragt mich nicht, warum, so ist das geplant. Ja. Ja, ja. Mein Rest okay, ja. Totaler Blödsinn, aber ist okay. Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, warum das geplant ist. So Ideen kommen meistens aus einer Flasche Korn, einem Kasten Pilz. Nee, das ist die Absicherungsfirma, die finden, dass die Konvoi-Teilnehmer das ja schön finden, wenn man sich ja nochmal sieht von vorne. Mhm. Total dumm. Ja, manche will ich aber nicht sehen, hey. Ja, wenn man hässlich ist. Ja, aber wenn man hässlich ist und einen Spiegel bei sich zu Hause hat, findet man sich auch ja nicht schön, sich selber zu sehen. Ja. Also muss man ja auch bedenken. Ergebnis ist ja nicht jeder, der morgens vom Spiegel steht und denkt, boah, bin ich heute wieder geil. Gut, die Kamerarotation ist ein bisschen nervig gerade, ja. Hey, TNG. Frage ist, ob ich mich so schnell hier umwenden kann, wenn er mir entgegenkommt. Ich glaube eher nicht, ne? Also ihr seid noch nicht am Wenden, oder was? Okay. Achso, was essen baue ich jetzt gerade? Tionas. Wie machen wir das denn zum Besten? Warte mal, hab ich da. Was ist denn hier rechts neben Helsinki, das kleine AK-Force? Kannst du euch mal wieder Gas geben, oder? Lowe oder so sowas. Lol, es gibt ein Ort, der heißt Abo. Achso. Hast du nicht? Das ist direkt neben Abu Dhabi. Warte mal, da warte ich in... Du bist auch doch da, AK. Ja, du fahrst du wahrscheinlich über...
Kovola oder wie das heißt. Darauf wieder auf, dann port ich mich dann Bremsen, dann... Lisa. Bei mir sind gerade alle blauen Punkte weg, jetzt sind wir da. Kovola wieder drauf, meint es da.
Also, ich mache keine Rundumleuchte an, aber zumindest ist mal Blinker. So nur junge Hüpfer. Ach komm, Scheiß drauf, hier vorne hupen sie alle. Ja, das sollen wir auch gleich machen, wenn sie vorbeifahren. Einmal komplett so, auf den Hupen draufhauen. Das Kind trifft gerade ein. Und Umleuchter Warnblinker, gell? Schon an. Alles was anders. Also wäre ich vor zwei Monaten hier gewesen, wäre ich ein wandelnder Weihnachtsbaum. Benny fehlt. Hör auf, Alter, das spielt bei jedem Spiel ab. Na, eh 20. Ich tue auch noch dabei, hä? Machen wir einen Tinnitus, richtig geil? Ja. Einfach nur eins drücken, dann hast du keine Sorgen mehr. Und Schluss. Aus. Habt ihr gesehen, wie gezwungen er da lang gefahren ist? Ja. Wer hupt jetzt noch? Hupt nicht mehr. Boah, der ist doch schon durch. Ja, vielleicht hört das ja trotzdem noch. Für ein Megafon, um auf der Tröte, wa? So, jetzt soll es gehen. Jetzt soll es gehen? Jetzt geht's. Ja, ich habe einmal gesprochen. What the fuck, ey? Was mir keiner kehrt. Also ich bin überfordert mit so vielen Leuten. Das mit ist, so vielen Leuten bin ich überfordert. Das ist die Minimum-Clients im Channel für Stille. Echt? Da war 100 angegeben. Wir sind mehr als 100 Leute. aber jetzt geht das. Das heißt, jetzt geht alles, was ich jetzt gelabert habe, war voll für den Arsch, oder was? Richtig. Alter. Richtig, Paco, man hat dich nicht gehört. Ich freue mich. Es tut mir leid, liebe Leute, ich bin total unerfahren und das tut mir leid. Okay, ich halte es kurz. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, allen, die teilgenommen haben. Auch, dass ihr es Rocky nochmal ermöglicht habt, da ja, diesen Abschlusskonvoi, dieses Hubkonzert, weil unser lieber Rocky hat ja heute Geburtstag. Super. Dann möchte ich nochmal riesengroßes Lob an den Michi aussprechen, unseren Radiohasen, der das alles ermöglicht hat, der hier alles geleistet hat und euch alle auch rangeholt hat. Super, super geil. Ja, ein Träumchen. Ist natürlich bei der gewaltigen Größe des Konvois natürlich auch schwierig gewesen, den Konvoi auf eine gewisse Geschwindigkeit zu bringen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet alle Spaß. Wir werden jetzt dementsprechend dann Kritik hören. Ne? Ansonsten möchte ich nochmal sagen, an alle hier vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und also wir hatten definitiv Spaß vorne und ja. Super geil. Nee, super geil. Also ich hoffe, dass ihr auch hinten irgendwie da auch euren Spaß rausgezogen habt. Aber mit so vielen Leuten ist das halt eben schon eine Sache. Ja, aber gewaltig. So, dementsprechend würde ich jetzt gerne mal das Wort erstmal an unseren Konvoi-Planer Michi richten. Wo ist er denn? Was ist das? Ja. Wo bist du denn? Ach, da unten bist du. Okay, ja, Michi, sitzt da wieder. Ja. Also jetzt erstmal natürlich mal, danke an die Konzept für die klasse Arbeit. Ihr habt toll abgesiert. Und das unteren Einsatzzeit in Rockstar natürlich, klasse Arbeit von dir, Rockstar. Natürlich auch die Admin-Sänger, den Chris Kavok, den Powerful und natürlich das auch der Chris, der es ermöglicht hat, dass der Event überhaupt da ist heute.
Natürlich auch danke an alle, die bei ITS.com und der Veranstaltung teilgenommen haben. Natürlich auch ein ganz besonderes Danke an den Tesa von WD, auch wenn er jetzt nicht mehr da ist. Aber das kann man ja sicher weitergeben. Der hat auch dafür gesorgt, dass ziemlich viele abgestimmt haben bei ITS.com, denn ohne die Veranstaltung wäre die Events, der Eventsaufer nicht möglich gewesen und ohne den hätten wir halt wahrscheinlich dann ein ziemlich großes Problem gehabt. Dann natürlich auch danke an die Audi Tigers, die Audion Tour, die YouTuber, YouTuberin. Natürlich alle Speditionen, die heute dabei waren. Also ich habe mit deutlich weniger gerechnet, dass so viele da sind. Also mich hat es ehrlich gesagt ganz sprachlos gemacht. Und tausend Dank an euch, dass ihr heute alle dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch etwas Spaß. Und wie gesagt, durch die Größe ging es halt leider teilweise einfach nicht schneller, der Konvoi. Aber trotzdem, dass über 100 noch bis zum Schluss mitgefahren sind, also ganz großes Kompliment an euch. Und dann darf jetzt der Rockstar reden und dann könnt ihr Talk Power entfalten. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Auch wir von der Consec danken recht herzlich der Contrans, dass sie uns für die Absicherung gewählt haben. Auch von uns nochmal einen herzlichen Glückwunsch zu eurem Firmenjubiläum. Als Einsatzleiter muss ich sagen, war der Konvoi heute ziemlich herausfordernd. 160 Leute mal ebenso abzusichern mit einem ziemlich kleinen Team ist halt doch schon eine Anforderung. Ich finde es toll, dass heute sehr viele Leute dabei gewesen sind. Danke an die Spedition. Weniger toll finde ich, dass es doch zu einigen Störungen gekommen ist. Und desbezüglich möchte ich ganz gerne, dass sich der Chef der TNG nachher nochmal kurz mit uns zusammensetzt und auch der Chef der KTL, wenn er denn noch hier ist. Sonst kann ich nur sagen, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Contrans sagt wieder, hey, Consec, Wahl unserer Mittel. Und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Abend. Jo. Vielen Dank an die Consec. Ich darf gar nicht so viel Lob aussprechen, weil ihr wisst warum. natürlich werden wir die Consec immer beauftragen. Ansonsten allgemein in die Runde geschmissen von euch jetzt allen Speditionen nochmal. Wenn ihr Videoaufnahmen habt oder Fotos, also Bilder, Screenshots, wenn ich es ganz gut, wenn ihr die mir zukommen lasst oder der Contrans allgemein irgendwie zukommen lasst oder mir Paco zukommen lasst, das fände ich ganz nice, weil ja, da könnten wir was draus machen, ne? Also, ja, genau, wir haben sehr zufrieden. User, ja. Ich habe genau, es auch aufgenommen, aber es ist von einer Sicht aus. Also wenn ihr was habt, ich weiß noch, der Markus von der SLKA, der hat noch was für uns, ist wahrscheinlich. Ne, unser guter Freund. Ja, ansonsten, ja, wäre ganz toll. Dann gehen wir jetzt mal schnell durch, sonst langweilen sich die Leute. So, da gucken wir mal von oben nach unten durch. Jetzt hat der Markus, aber ich glaube, der Jimmy von der Luxtrans war als erstes dran. Ich glaube, den nehmen wir jetzt mal. So, wir nehmen mal den Luxtrans, den Jimmy Crack. Bitte. So, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal und alles Gute zum Dreijährigen und alles Gute zum Geburtstag, Rocky. Danke dir. Zum Konvoi, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Von Konvoi dieses Ausmaßes wirklich sehr gut gelaufen, relativ flüssig, also hätte ich echt anders erwartet, aber ich bin sehr positiv überrascht, im Großen und Ganzen sehr gut geplant und hat echt Spaß gemacht, also nochmal alles Gute und wir freuen uns auf weitere Einladungen. Dankeschön. Ich hoffe, man Paco, hat alles verstanden. Ja, danke auch. Den was? Welcher Marsch würde ich denn HD denn die Talkpower geben, der kann es irgendwie nicht entfordern. Was, wer? Kann er jetzt. Jetzt konnte ich gerade auf immer anfordern, ja, ist auch egal. Jedenfalls von der Continental-Logistik, wir danken uns für die Einladung zu dem Konvoi. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, die Absicherung war super von der Consec und es hat mir großen Spaß gemacht, bei der RG mitzufahren, da ich komplett alleine von unserer Spedition war. Und Glückwunsch zum Dreijährigen und alles Gute zum Geburtstag. Danke, Jan. Jan, es sind drei Jahre. Was habe ich gesagt? Zwei. Gut. Ich bin schon seit 10 Stunden auf den Beinen, deswegen. Alles gut. User disconnected from your channel. Das war's.
Dankeschön. Danke. Hallo. Ich muss gerade mal gucken, jetzt, ihr bringt mich ja ganz durcheinander hier. Dann geben wir mal einen SLK Markus jetzt, weil er gerade in der Liste ist als nächstes. Ja, Markus von der SLK. Ja, hallo und danke, dass wir mitfahren durften und euch alles Gute für euer Dreijähriges, ne? Danke. Und Rocky, auch alles Gute zum Geburtstag. Danke, Markus. Und ja, ich habe auf jeden Fall Aufnahmen von euch für euch und Bilder habe ich auch. Ja, das wäre super, Markus. Die also, musst du halt dann nur sagen, wie ich dir die zukommen lassen soll. Ja, wir haben ja Kontakt, also dann kann ich ja irgendwie... Genau. Warte, ich, also es sind sehr viele Videoaufnahmen. Okay, dann gebe ich am besten direkt einen FTP-Zugang wohin, ne? Wo du das direkt hochladen kannst. Das ist, glaube ich, am einfachsten, ne? Dann habe ich es auch direkt, sonst wird es zu kompliziert. Ja. Alles klar, Markus. Wir reden dann noch miteinander. Ich danke dir. Bitte, bitte. So, nehmen wir als nächstes, nehmen wir hier von... JP, den nehmen wir doch direkt mal hier. JP. Ja, erstmal euch alles Gute zu den Dreijährigen. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im Vierjährigen, wehe, wenn nicht. Wenn du dabei bist, auf alle Fälle. Dann können wir ja einen Kompromiss schließen. Ich bin dabei und du machst einen Vierjährigen. Ich bin dabei. Das will ich doch hoffen. Ja. Rocky, dir alles Gute zum 26-Jährigen. Dankeschön. Bitte, bitte. Und nochmal ein großes Lob an dich, Michi. Danke, dass du das Ganze so geplant hast. Danke, dass du so aufgebaut hast. Das war schön groß. Wir haben gut die Strecke hinter uns bringen können. Wir hatten wenig Chaos hinten gehabt. Es war eigentlich an sich sehr angenehm. Bitte mach weiter so. Danke, JP. Gerne dafür nicht. Und ich hoffe, dass wir uns auch in weiteren Konvois stets an der Seite begleiten würden. Ja, auf jeden Fall. Jo, danke dir, JP. Dafür nicht. Als nächstes nehmen wir den BSL Marco. Ja, vielen Dank. So vor allem als erstes, wir wünschen natürlich der Konsec auch disconnected from your channel. Nee, Kontrans war das, ja, sorry. Oh. Alles Gute und auch noch den Rocky alles Gute zum Geburtstag. Der Konvoi war in dieser Ausmaß natürlich sehr herausfordernd für alle wahrscheinlich, die hier waren. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Er lief doch echt besser, als man so anfangs gedacht hat. Ja, ein kleines Problem hatten wir dennoch, und zwar wurde jemand von uns einfach vom Server gekickt, ohne Grund. Das fanden wir natürlich nicht so in Ordnung, weil diese Person ist vor uns gefahren, ganz normal, ohne Probleme und wurde einfach vom Admin gekickt. Also wir wissen selbst nicht warum, aber das wollten wir mal so loswerden. Okay, kann man natürlich auch nichts zu sagen. Ja klar, aber es gab nicht mal einen Grund dafür, der halt logisch wäre. Ich bin unschuldig, ich habe heute glaube ich nur 2 oder 3 gekickt. Wenn sie kein Licht denn hatte, dann... Das kann auch so sein. Nee, sie hat ja nicht. Ja, okay. Ja gut. Ansonsten müssen wir mit dem Admin an sich mal sprechen, ja, an sich, was da Sache war. Toller Konvoi, tolle Absicherung, die Bären Starklogistik freut sich auf weitere Einladungen von euch. Dankeschön. Ja, okay. Gerne immer wieder. Yes. So, dann nehmen wir als nächstes nehmen wir hier den sinnlos Daniel. Wusste ich doch, dass es damit als erstes klappt. Du hast sie wieder hochgestellt. Ja. Er hat mit dem Ausrufezeichen. Der kennt die Tricks, kann das sein? Ja. Gefällt mir. Ich deswegen übt in dem Thema. Den kam er letztes dran. Und ja. Hier guck mal, das Ausrufezeichen wieder weg. Nee, im Namen der Sinnlos. Im Namen der Sinnlos bedanken wir uns erstmal für die Einladung. Wünschen erstmal die Firma alles Gute für 3 Jahre. Dann nochmal an Rocky alles Gute. Dankeschön. Von der Konsec, wie gewohnt, eigentlich wie immer, eine gute Absicherung. Die Strecke war auch doch sehr schön durch Baltic. Was allerdings uns ein bisschen gestört hat, war die Pause, die ja mitten auf der Straße war. Wir wussten nicht genau, dass Pause ist, deshalb standen wir auch nicht so, dass wir erst an die Seite fahren und dann war halt ein bisschen alles eng und da hätte man vielleicht ein bisschen was besser machen können, aber ansonsten war es sehr gut.
Ja, und wir freuen uns wie immer auf weitere Einladungen. Okay, dankeschön. Ja, das mit der Pause können wir diskutieren. Ja, müssen wir ein bisschen besser kommunizieren, aber ansonsten ist auch ein Event-Server davon auch mitten auf der Straße anhalten. Ja, deswegen. Klar. Das muss man aber wissen. Okay, ich verstehe ja schon. Ja, ja. Ja, ja, weil das war jetzt halt eine Brücke und wenn da von vorne und von hinten noch was kommt, wegen den LKWs, okay, die immer lang gefahren sind. Ja. Alles ja, klar. Sonst war guter Konvoi. Okay, super. Danke dir. Da. Jordi, du bist die Nächste. Was? Ja, den, ich habe den Patrick gefasst. User joined your channel. Hast du gemacht? Ich war ein bisschen Michi? Schneller wahrscheinlich. Michi, wenn einer das macht, dann bin ich am Vergeben. Jetzt, also bitte. Das kommt durcheinander. Udi on Tour! Hallöchen. Na du. Bitte äußere dich zu diesem Konvoi. Also erstmal ein herzliches Glückwunsch fürs dreijährige Bestehen. Danke. Auch nochmal alles Gute User zum Geburtstag an Rocky von den Odi Tigers. Ich fand den Konvoi gut. Es war halt auch sehr schleppend, immer so mit 10, 30 km/h zu fahren. Oh, die Kritik kommt an. Ja. Die Kritik ist vermerkt. Den in Kauf nehmen. Wurde auch von hinten und von vorne. Also ich ja, habe gebremst, schwierig. Ich wurde von hinten geknallt, dann kam ich nach vorne, dann kam wieder geknallt? Was von hinten. Bitte, bitte. Ekelhaft. Moment, warte mal. Okay, du darfst das sagen, du darfst geknallt werden. Okay, wir haben nach Mitternacht. Nein, nein, also es ist das ist gut. Kopfkino. Nein, es war ein schöner Konvoi. Ich bedanke mich an Michi, an den Radiohasen für die Einladung. Sehr gerne. Gut gemacht. Und ja, das wäre es dann auch schon gewesen. Also ich denke mal, ich habe jetzt für die Odi Tigers gesprochen. Das war auch deren Sicht so. Es hätte besser sein können. Es war auch sehr komisch, einfach so mitten auf der Straße zu halten. Das war so... Okay, jetzt stehen, Pause, kann ich jetzt auf Klo oder doch nicht? Ah, da aber... sind die... No, die Pünnü-Kritik, ja. Okay. Nein, nee, so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Ja, ja, nee, nein, verstehen wir schon. Ja, super. Vielen Dank. Odi, zum Thema Pause, das darfst du gleich Marvin immer schön links und rechts um die Ohren knallen. auf alle Fälle, Dankeschön für die Kritik. Nee, freut mich. Super. Und vor allem mit der Beteiligung, dass ich mit dabei war. So, jetzt mal über der DAF-Transporter. DAF-Transporter, der Chef, der Patrick. Bitte. Grüß euch. Hi. So, ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute für das Dreijährige. Ich hoffe auf viele, viele weitere Jahre mit euch. Danke. Und Rocky, auch dir alles Gute von der DAF-Transporte aus. Wünschen dir viel, viel Gesundheit natürlich. Und alles Gute fürs Weitere. Ja, was soll man sagen? Konzek, wie immer, Spitze abgesichert, Spitze geregelt, geplant. Da kann man nichts dazu sagen. Dass man dann natürlich auf dem Event-Server, auf der Straße, auf der Landstraße natürlich Pause machen darf, war uns natürlich bewusst. Ja, es hat riesig viel Spaß gemacht. Wir hatten auch natürlich viel Spaß bei uns. Das ach ja, sehr schön. Aber da ist nichts Gröberes passiert. Es war lustig. Und ich hoffe auf viele weitere Jahre mit euch und auf viele weitere Konvois mit euch. Das hören wir gerne und werden es auf jeden Fall mit Vergnügen annehmen. Und immer wieder gerne. Und hoffen, dass immer zahlreich erschienen wird. Das passt ja, also top. User disconnected from your channel. Dankeschön. So, dann nehmen wir hier von Diamond Transporter den Lars. Ja moin, erstmal. Ich mache das jetzt gerade erstmal, also bitte Entschuldigung, falls ich was vergesse. Also wir bedanken uns natürlich erstmal für die Einladung und wünschen der Kontrans alles Gute zum dreijährigen Bestehen. Okay. Genauso gratulieren wir auch dem Rocky zum 26-Jährigen. Dankeschön. Danke auch. Also ja, die Absicherung war mal wieder wie immer top. Natürlich die Pause, die hätte... User disconnected from your channel. Ist natürlich klar, dass die irgendwann...
wegen der großen Menge irgendwo sein muss und dann auf der Straße wussten wir halt nicht, ist aber, hat glaube ich jeder schon angesprochen, möchte ich jetzt auch nicht so. Ja, und wir freuen uns auf alle weiteren Einladungen. Ja, danke schön. Das war's eigentlich von der Diamond Transporte. Dankeschön. Kritik immer wieder gerne gehört, aber wie gesagt, es ist nicht einfach bei so vielen Leuten. Ja, das ist mir schon dann, klar. Ne, plötzlich da irgendwie, ja. Ansonsten danke ich dir. Jo. So, wen haben wir jetzt? Dann haben wir EG. Den Mobil. Servus. Servus. Erstmal von mir aus Glückwünsche an die zwei Geburtstagskinder. Dann soll ich im Namen der V-Transport euch auch noch alles Gute zum dreijährigen Bestehen und auch zum 26. ausrichten. Die Jungs mussten leider schon weiterziehen. Von wem? Von der VVV-Transport. Ach so, okay, ja. Ja, und wir sind hinten mitgefahren und wir haben wirklich ausreichend Spaß gehabt. Also, dass man da dort mal, dass man da mal steht, das ist normal, wenn so viele LKWs miteinander fahren. Das funktioniert nie so reibungslos. Und die Konsec kann ich nur sagen, Hut ab. Mit so wenig Leuten das so ordentlich über die Bühne zu bringen, kann man einfach nichts dazu sagen. Jo, danke schön. Ja. Auch von uns, danke. Es freut mich, wenn du sagst, du warst weit hinten und trotzdem Spaß gehabt. Das ist genau User das, auf was mich ankommt. Also, dass man wenigstens mal Spaß hat hier. Ja. Das ist, ja, geil. Ja, ja, super. Ich soll euch noch sagen, die Jungs, wo er rausgeholt hat, die sich festgefahren hatten, da auch noch mal ein herzliches Dankeschön. Das war super. Die waren in der Seite drinne gesteckt. Die habt ihr einfach rausgeholt. Weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Jo, die Admins, ne? Ja. Diese perversen Admins wieder, die da einfach dazu... Nein, Quatsch. Nein, danke für die Admins. Habe ich eigentlich schon Dank an die Admins gesagt? Nein, ne? Nein. Ich werde gebannt, oh verdammt. Ja, selbst ich werde gebannt, oh mein Gott. selbst dieser kleine Fauxpas mit dem Verfahren, weil ich habe keine Konzek mehr gesehen und wir sind dann... Oder ich bin halt dem vor mir hinterher gefahren und dann waren natürlich 10 oder 20 Mann auf Abwägen unterwegs, aber... Da waren wir ja dann auch mit einmal wieder von neuen Konzeck-Fahrzeugen umzingelt. Und dann ging's bloß in die richtige Richtung. Das ist dann auch wunderbar gepasst. Nee, da hat's ja gepasst. Nee, ja. Geil. Also wichtig ist, dass er Spaß hatte. Ja, das auf ist jeden das Fall. Wichtigste. Super, ich danke dir. Ja. So, dann muss ich mal scrollen. Andere Leute können, nehmen wir mal von der Raven Group den Hurricane. Ja, Raven Group Hurricane. Auch grüß dich. Von der Raven Group natürlich alles Gute zum dreijährigen Bestehen der Contrans. Sowie auch dem Rocky alles Gute zum 26. Danke, wird auf jeden Fall gesorgt, weil der ist gerade bei seinem Sohn, also Kind. Habe ich gelesen, könnt ihr ja gerne dann noch ausrichten. Werden wir machen. Ja, zur Absicherung, das war gewohnt wie immer. Hat gut funktioniert. Geschwindigkeiten waren in Ordnung. Ansonsten, ja, wie gesagt, Einladungen nehmen wir immer gerne an. Als zu uns, als her damit. Und ja, ansonsten wünsche ich allen noch ein schönes Restwochenende. Danke, gleichfalls, werden wir haben. Jo, danke schön. Ich muss gucken, das ist ja bei so vielen Leuten ist das auch hier. Haltet bitte durch. Wir haben den stellvertretenden Chef Martin von der Moment Talkpool. So, der Martin. Jo, guten Morgen. Disconnected from your Hi. Channel. Erstmal danke für die Einladung im Namen der Lisette Logistics und des Trucker Clubs Germanys. Hat uns gefreut, hat uns hinten auch Spaß gemacht. Also war eigentlich relativ top hinten bei uns, auch mit der TTG vor uns, hat es eigentlich gut geklappt. Alles Gute zum Geburtstag, natürlich dann ans Geburtstagskind. Jawohl, wird weitergegeben. Okay. Danke. Sonst Michi, großes Lob an dich, hat alles in meinen Augen gut funktioniert. War eine sehr schöne Strecke und ja, das wäre schon von mir. Ich hoffe, wir kriegen weitere Einladungen von euch. User disconnected from your channel. Das bekommt ihr auf alle Fälle. From your channel. Danke. Super, ich danke euch. Als nächstes haben wir White Ranks.
Caps Logistik aus. Ja, Caps aus. Das gefällt mir super geil. Tim. Ja, im Namen der White Dragons natürlich auch alles Gute an die Kontrans für das dreijährige Bestehen und auf viele weitere Jahre und an Geburtstagskind natürlich auch alles Gute. Wir bedanken uns natürlich für die Einladung, hat Spaß gemacht. Konsek hat natürlich einen super Job gemacht. Und am Anfang gab es einmal Whisper-Probleme, aber sobald das Problem bekannt war, wurde dagegen auch was unternommen. Deswegen, da war alles gut. Und wir freuen uns natürlich auf weitere Einladungen. Jetzt habe ich noch eine Frage, ob ich einmal für unseren Konvoi noch hier einmal Werbung machen darf. Selbstverständlich. Ja, darfst du. Ja. Gut, hier ist die Einladung. Alle bitte anmelden, die kommen. Und jeder, der hier auf dem Channel ist, recht herzlich eingeladen. Wir freuen uns natürlich auf euch. Michi, das ist dann eine weitere Aufgabe für dich. Genau. Bin wieder da. Also wenn ihr irgendwie Werbung habt, dann dürft ihr die gerne hier jetzt reinballern. Ja. Ja. Also wenn ihr irgendeinen Konvoi habt, wir wollen alle nur Spaß haben. Ne? Also was geht, Tim, wir haben uns auf jeden Fall mit beteiligen. Jawohl. Okay, Tim, ich danke dir. Und doch, alles klar. Dann ich danke. Den nächsten. Oh, jetzt habe ich den Schüler abgewürgt. Ja, wo ist der Nächste? Der Nächste ist Fleischforce, glaube ich. Fleischforce. Der... Fredfish? Ja, ja, was heißt das übersetzt? Fredfish? Ja, Brot in Fisch, oder? Brot in Fisch? Brad ist doch B. P. Ja, ja, das Problem ist, der Name ist meistens vergeben mit B und deswegen trägt es an oder was? Alter Schwede, du gefällst mir. Ja, ich muss ein bisschen tricksen. Das ist geil. Okay, Fleischforce. Ja, man darf blöd sein, um sich zu helfen wissen, ne? Ja, ist geil. Ja, also die Fleischforce bedankt sich für die wundervolle Einladung. Ja, wir wünschen natürlich auch, also herzlichen Glückwunsch der Kontrans für 3 Jahre und ja, herzlichen Dank. Wir wollen euch natürlich auch weitere viele Jahre dabei haben. Danke, der großen Community. Auf jeden Fall. Und ja, Rocky, der mal nicht vergessen. Alles Gute an Rocky zu deinem 26. Ja, danke. Jo. Jo, was gibt's sonst noch zu sagen? Also wie immer halt Konsex, super Absicherung, kann mich nicht beschweren. Ich fand es auch extrem geil, dass ab und zu mal so Trailer am Rand gestanden sind. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Gibt's vielleicht länger, aber ich habe es das erste Mal gesehen. Ja, Event-Server, da darf man sowas machen. Ach, jetzt, okay, natürlich. Ja, das ist ein Event-Server, da darf man so Regeln erstellen, dass man blocken darf. Yes. Ja, wenn man es vorher anfragt, ne? Event-Server ist geil. Ja, ist mega. Ja, ja, das können wir nicht beschreiben. Sonst dürfen wir nicht blocken. Ja. Ja. Das war, ja, insgesamt war es ein sehr, sehr langer Konvoi. Unseren Geschmack fast ein bisschen zu lang, aber muss auch sagen, also ich meine, 3 Jahre so ein Jubiläumskonvoi, da darf man das schon mal machen. Also es ist völlig okay, geht voll klar. Was ich auch sehr geil fand, oder was wir sehr geil fanden, die Stelle, wo der Konvoi uns entgegenkam, so, ne? Also mit dem Kreisverkehr, und dann kamen die uns einfach mal alle entgegen. Fand ich super. Das denke ich mir. Das finde ich super geil. Ich denke mir jedes Mal, warum macht man sowas nicht? Aber ja, freut mich, dass dir das aufgefallen ist. Es ist echt nett. Du bist der Erste, der es erwähnt. Das freut mich. Ich fand es echt super. Und dann kannst du so hupen, die Hupen zurück, ist geil. Auch wie Konstig, aber wenn man an Konstig vorbeifährt, man hupt so ein bisschen die Hupen zurück. Ich finde es irgendwie finde ich es geil, keine Ahnung. Das ist aber die Höflichkeit. Ja. Ja. Wir sind ja alle nette Menschen, ne? Ja, selbstverständlich. Ja, zur Pause, was gibt's zur Pause zu sagen? Es war ein bisschen unerwartet, finde ich, dass sie jetzt irgendwie dann plötzlich am Straßenrand war. Aber ich fand's am Ende auch nicht schlecht irgendwie. Ich fand's sogar, also wenn du losfahren willst dann wieder, dann sind so alle sowieso schon geordnet. Von dem her ist es vom Prinzip her sowieso gar nicht verkehrt eigentlich, wenn eine Pause am Straßenrand stattfindet. Finde ich ziemlich gut. Kam mir auch sehr entgegen, weil bei Tartu war das, glaube ich, da habe ich mich da mal gelegt und dann konnte ich da irgendwie hinten rumfahren, konnte ich tanken mit Trailer, hat sich keiner drum geschert. Dann konnte ich mich wieder einsortieren, war alles geil. Jo. User disconnected. Das würde ich sagen, was eigentlich? Wenn du auch mal einen Link hast, zwecks der Einladung, kannst du mich damit reinposten. Wir werden den auch damit annehmen. Wie meinst du jetzt? Ja, wenn ihr einen Konvoi startet oder so. Ja, wir planen, aber wir haben bis jetzt noch nichts zustande gebracht. Ach so, okay. Ja, auf jeden Fall, du weißt, das wird noch. Okay. Ich muss mal scrollen, Tipps, wie wer das gesagt hat. Moment, wer hat das gesagt?
Mach Piep, Mäuschen, mach Piep. Ich. Piep, weiter, ich sitze, ihr habt's noch nicht gefunden. Ach, hier oben, ganz oben. Ganz oben, ja. Ganz oben, sehr gut, okay. Okay, gut, ja. Das war's von mir, schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Kommen, würde ich sagen. Ne? Danke, wem ja. Wir wünschen dir das Gleiche. Danke, ebenso. Ciao, ciao. So, dann weiterkommen hier bei so vielen Leuten hier. Jetzt muss ich mal gucken hier. Wir haben den Gast, haben wir Swiss German TV. Oh je. Yo, Swiss German TV. Der Joel, oh je. Warte, oh je, guck mal. Chris, magst du mich etwa nicht mehr? Ich kann auch nicht mehr gehen, wenn es dir passt. Ich weiß nur die Lippen. Da ruhig. Typ mit sexy, erotischen Lippenbewegungen, ne, wenn ich... Oh. Ich ruhig. Kamax, ruhig. Ja, der muss mal eine Leine anziehen. Reicht bei dem nicht. Ich peitsche ihn gleich. User joined your channel. Ja, nein, wir im Namen der Kristall Logistik bedanken uns ganz, ganz herzlich für den super Konvoi, obwohl das ich erst auf der Pause dabei war. Einerseits gratuliere ich der Kontran zum 3-Jahres-Jubiläum sowie Rocky zu seinem Geburtstag. Danke. Der Konzek auch ein Dankeschön, dass ihr abgesichert habt. War wirklich top von euch. Ihr habt super Arbeit geleistet. War Stress, man hat es euch angesehen, meiner Seite her. Außerdem Chris, der stand sowieso nur rum die ganze Zeit. Das ist Chris. Ja. Super, dass du das sagst. Ich freue mich. Ja, das ist standardgemäß bei ihm. Wir würden uns auf weitere Einladungen freuen. Ja, natürlich. Ein recht herzliches Dankeschön nochmal. Bitte, er hat uns auch gefreut. Ich danke dir auch. Kriegst auf alle Fälle noch Einladung. Dankeschön. Ja, und sofort das Wort weggenommen. Ja, ich bin brutal. Warte mal ganz kurz, Stefan. Was? Ja. Weitermachen, sonst wird den Leuten langweilig. Ja, ich wollte was sagen, wir haben dann noch drei weitere, die wir jetzt dann dir auch noch alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben, weil du nur kurz da abwesend warst. Ah ja, war ich beim Kind, aber dankeschön. Ja. Ich weiß jetzt unseren Namen leider nicht, aber auf jeden Fall bei denen dreien alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke. Gut, kann ich. User disconnected from your channel. Chris Maximus Logistik hier, CML. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Ja, servus erstmal in die Runde. Ein Hallo erstmal in die Runde. Auch im Namen der CML wünsche ich mir natürlich der Kontrans alles Gute zu ihrem 3-jährigen Jubiläum. Dankeschön. Und natürlich auch an den Geburtstagskind, 26. Danke, auch alles Gute. Also der Konvoi selber hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten auch wirklich Spaß dabei. War alles super. Und natürlich danken wir auch Kontrans für die super Absicherung. Natürlich auch den Admins dabei waren. Konzek wolltest du sagen. Ja, genau, Konzek. Ja, die Konzek hat abgesichert. Das wissen wir doch alle, was er meint. Das wissen wir doch. Konzek, Kontrans, oh mein Gott. Das hängt alles zusammen. Hängt alles gleich an. Das ist eine große Firma, ja. Ja, okay. Patti, ich danke dir. Ja. Jo. Wen haben wir denn noch? Ah, guck mal, da habe ich noch einen gefunden. Den Gizmo. Oh, der Gizmo. Der möchte auch noch was sagen. Ja, auch wir im Namen der KTL bedanken uns für den Konvoi. Alles Gute zum 3-Jährigen, ne? Danke, Gizmo. Ja, auch Rocco, ne? Alles Gute. Danke, Gizmo. Aber das Lustige ist ja, ich würde ja gerne Link reinsetzen, wenn der Chat sagt, nö. Was für Link? Du willst Link reinsetzen? Du bist auch ein Sau. Du willst auch... Ja, ich schicke ich den Paco, da muss er einen drin schicken. Bitte schön, Paco. Warte, ich habe so viel... Ich warte mal kurz, ich habe so viel Chats offen. Ich weiß nicht, wo ich hier... Ich muss noch rechts scrollen. Moment, warte. Scroll. Okay. Alter Mann Bilder. Ist überfordert. Bilder. Ja, ja genau, alter Mann ist überfordert. Was ist denn das? Ja, die Transportlogistik und die Kusa-Sekt feiert einjähriger. Ja, bitte reinsetzen, danke. Warte mal kurz, das sieht aber ganz komisch gerade aus. Ist das wirklich so? User disconnected was? TL? KS? Was? Kusa-Sekt. Ja, aber da ist User disconnected from your channel. Hä? Ja, Katjen hat auch eine Security. Ja, ich weiß, das ist ja auch geil, aber... Hier ist nur überfordert und Paco nicht.
Nein, Junge, jetzt war ganz locker, was du mir geschickt hast. Du hast mir ein Bild geschickt und hast T-L irgendwie. KS. Ja, die Logistik und KS zusammen. Das sind Volljährige. Alter, ich will euch nicht... Nein, T und... Was? Das sieht voll komisch aus. Nee, jetzt, ich will euch nicht schlecht machen. Das sieht aber... T-L, das sieht voll Banane aus. Mit den... Ach, das sind LKWs. What the fuck? Das sind LKWs. Boah, Alter, sieht das... Ey, Entschuldigung, ey, ich bin ehrlich. Ich will euch nichts... Ich will keine... Ich würde ja gerne selber reinschicken, aber ich darf nicht. Aber das ist... Ich hab die Rechte nicht dafür. Nee, das ist Banane. Komm, ey, das Bild ist... Es könnte besser. Nee, ich unterstütze jeden. Das ist komplett... Pack Rindy als Paco Ruhe. Ey. T-L, das ist... Ah, das sieht komisch aus. Da oben steht doch ein Text drinne. Ja, Sie haben keine Rechtstelle Text. Ich darf keinen Text reinschicken hier. Obwohl ich Partner bin hier. Okay, nein, gut. Du möchtest einladen dafür. Ja, zweiter Rindy. Scheiße, mich nicht da. Doch, zweiter Rindy bin ich noch da, ne? Scheiße. Nein, okay. Alles klar. Nein, alles gut. Wir haben uns alle lieb. Ja, ich darf das nicht. Ich habe die Rechte nicht dafür. Was willst du? Wen willst du kicken? Nein. Okay. Den Link reinsetzen, aber darf ich nicht. Den musst du machen. Was für ein Link? Warte mal kurz. Ach so, den Link. Bild. Das Warte, Bild, nee, bitte, was? Danke. Das Bild? Willst du das Bild reinsetzen? Paco! Ja, warte mal kurz. Ich mach das mal. Leute, bitte schön ein Bild für euch. User disconnected from your channel. Zeig die Rechte, die ich für hab. Ihr wollt ein Bild haben. Ihr kriegt ein Bild. Und er sieht echt komisch aus. Ihr habt das geil gemacht. Das haben wir nicht erstellt. Das war die Transport und Logistik GmbH. Die haben es erstellt. Das mit der LKW sieht schon interessant aus, aber trotzdem ist, tut mir leid. Die hatten bei uns einen Antrag reingeschmissen, ne? Also. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist meine Meinung. Ist ja nur meine Meinung. Das, ich feiere es nicht. Ja. Okay, alle, ihr habt den Link. Ja, bitte. Und ja, für eine weitere Einladung noch, ja. Ja, nee, immer wieder gerne. Ja, deswegen sind immer da. Jo. Ich bedanke mich, dass du mit dabei warst, ja. Mich hier. Okay, bis dann. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ja, dann mach weiter. Hopp. Ja, tschüss. Tschüss. So, weg ist er. wir hatten doch noch ein Idee. Ich hatte gerade irgendwie... Hat der Talkpower... Nein, ah, da ist er. Moment. Oder sie? Nolide? Wer ist das? Talkpower. No. Nein, ich bin nur ein Geist. Liede. No Light, No Leader? Wie heißt no, du? No Light, aber ich höre auch unter dem Namen Noah. Also, okay. Ich bedanke mich einmal im Namen der Transnet Group, denn ich bin vielleicht der Chef, nur als Geist hier gerade unterwegs, dass wir bei den schönen Konvoi mit dabei sein durften. Einmal nochmal alles Gute für euer Dreijähriges und auch für den einen Kollegen, der gerade 26 geworden ist. Der Rocky. Ja, okay. zum Konvoi selber, der war knackig. Lief schön entspannt, nicht zu schnell. Und eigentlich der Pause war eigentlich auch ganz okay. Also mit der Straße hatte ich jetzt keine Probleme damit. Es war nur schwer zu finden, da ich jetzt eine Pause eingestiegen bin. Alles zu finden, aber sonst kann ich jetzt nichts Negatives dazu sagen, aber... Das ist gut. Ich bedanke mich, dass wir dabei sein durften und freuen uns schon auf nächstes schön. Jahr. Jo, danke dir. Wir freuen uns auch wieder, dass du mit uns da damit User beteiligst. Disconnected from your channel. Immer wieder gerne. Jo. So, der Stützi. Stützi 1988, der hat mich schon öfter mal angestupst, dem sollte ich mal Talkbau vergeben. Ja. Damit hat er das jetzt, glaube ich, hoffentlich. Hat Dankeschön. Er? Ah, das. Jo, hab ich. Ja. Dann erstmal im Namen der ADN und der NCT alles Gute zum dreijährigen Bestehen und an den Rocky. Dankeschön. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Vor den Konvoi. Herzlichen Dank für die Einladung, gerne wieder. Hinten lief es bloß ein bisschen schleppend, aber soll ja nicht weiter schlimm sein. Und an die Konsec, habt ihr wieder super gemacht. Keine Klagen, außer dass meine zwei anderen Leute, die abgeholt werden sollten, doch alleine gekommen sind zur Pause. Ja, und dann wünsche ich euch noch ein wunderbares Wochenende. Über Einladungen würde ich mich freuen, im Namen der ADN und der NCT. Und ja. Schönes Wochenende wünsche ich euch dann noch. Jo, okay, vielen Dank, Stützi. So, da habe ich noch einen habe ich hier auf der Liste, wenn ich sie übersehen habe. Und zwar ist das der Marcy.
Ja, im Namen von der BCGC müssen wir uns entschuldigen, dass nicht alle dabei sein konnten beim Konvoi. Wir hatten schon einen Konvoi heute. Aber herzlichen Glückwunsch an das Dreijährige und einen herzlichen Glückwunsch an Rocky. Dankeschön. So, ein Kritikpunkt wäre, wenn wir tanken gehen, dass vielleicht die Tankstellen mit No Collision Area eingesetzt werden, dass alle so schnell wie möglich dann tanken können. Dauer. Wäre das vielleicht möglich? Okay, du kannst kein Gebiet jetzt einsetzen mit No Collision. Okay. Das ist Mist. Ja, müssen wir halt warten. Ja, versuchen möglichst Zeit zu geben, dass die Leute auch tanken können. Und meiner Meinung nach war noch genug Zeit eigentlich zum Tanken. Und die Wisperliste, die ging auf einmal nicht mehr. Okay. Ja, ich hab nach oben gewispert und es kam keine Rückmeldung mehr. Okay, das ist blöd. Ja. Okay, das ist blöd, da arbeiten wir dran. Also ja, da müssen wir mal gucken. Ansonsten super, dass ihr dabei wart und ja. Wisperliste haben wir schon heute Abend mitbekommen, dass da zwei, drei Informationen nicht ganz durchkamen bei diversen Speditionen. Das ist anscheinend auch der Masse der Leute geschuldet. Ja, wie einer schreibt, irgendwie, die Wisperliste war irgendwie gar nicht mehr. Ja, das war zum Teil irgendwie, Wisperliste ist bei ein paar Leuten, das hat ja ausgesetzt. Dass ein paar Leute die nicht bekommen haben. Das ja, zum Beispiel blöd. Veranstalter konnte man gar nicht mehr hören und es wurde nichts mehr durchgegeben. So. Wir standen okay. Dann im Stillen. Ja, okay, das ist natürlich schwierig, das tut uns leid, wir versuchen es natürlich zu verbessern. Aber können wir nicht versprechen, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr trotzdem natürlich dabei seid. Kein Problem, wir werden nächstes Jahr beim Vierjährigen auch dabei auf sein. Auf alle Fälle sind wir noch da. Ich bin gleich wieder da. Ja. Jo. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Jo, vielen Dank, Martin. Okay, ebenso. Bitte. Und jo. Jo, bis dann. Dankeschön. So, ich glaube, warte mal, können wir mal gucken. Es haben ein paar Leute noch Dropper so angefordert, ich glaube. Oh Gott. Wir könnten alle die wegmachen und die restlichen dann rein. Oh, Stützi hatte ich. Ja, manche könnten irgendwie Top Power anfordern. Also wer jetzt nicht Top Power anfordern kann, kann jetzt nochmal kurz mich privat anschreiben. Wegen Top Power, wenn er es unbedingt möchte. Weil ich die Übersicht auch langsam verliere hier. ich glaube, aber sonst haben wir... Der Bingo. Warte mal kurz, der Bingo. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Jawohl, genau. Und zwar würde ich mich sehr gerne im Namen der Westfalen-Transporte für den super 3-Jahres-Konvoi bedanken und alles Gute der Kontrans und auch der Konsec weiterhin. Vielen Dank für die Einladung. Und auch danke an Radio Hase, dass er das mit dem Event-Server aufgegleist hat. Das finde ich eine super Sache. Und allgemein muss ich sagen, die Planung, das Management des Konvois war super. Selten einen so abwechslungsreichen Konvoi gesehen. Es wurde ja schon vieles erwähnt. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr alles zu sagen. Kritik kann ich vielleicht so sagen, was auch... teilweise Alex, der Admin, gesagt hat, mit den Geschwindigkeiten. Das geht jetzt aber nicht an euch, an die Leitung, sondern an alle, die das hier noch hören, dass man nicht unbedingt die Lücken auf Biegen und Brechen schließen sollte, sondern lieber ein bisschen mehr Abstand lassen und dafür konstante Geschwindigkeit fährt, am besten mit dem Tempomat, weil sonst kommt man in dieses Stop and Go und das ist viel anstrengender als dieses als einfach Strich 50 fahren. Aber für die Menge an Leute, das muss man auch sagen, habt ihr das wunderbar gemacht und von daher weiter so. Jo, dankeschön. Ja, es ist echt nicht einfach bei dieser Größe. Mit 160 Teilnehmern ist das schon, ja. Vor allem kommt er das nicht regelmäßig vor, sondern nur einmal im Jahr. Ja, so, jetzt haben wir, mein Freund, der Sepp. Ja,
Sepp. Ja, den müssen wir unbedingt. Sepp, mein Freund. Ja, ich bin ja schon da. Grüß dich, mein Freund. Was geht? Erstmal einen herzlichen Dank im Namen der Falken Express. Ja, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann noch ein herzlichen Glückwunsch zum Dreijährigen, wobei ich eigentlich der Meinung war, ihr besteht eigentlich schon ein bisschen länger, aber okay. Ja, okay, auch an den Rocky noch alles Gute. Dankeschön, Sepp. Ja, also man muss ehrlich sagen, der Konvoi selbst, den fand ich wirklich top. Gerade wo die LKWs uns entgegengekommen sind, wie der Kollege schon sagte hier, und gehupt haben, also das war einfach noch cool. An die Konzec muss ich ehrlich gesagt sagen, ich war ein bisschen skeptisch. Ja, also ich meine, die Konzec, die sind ja eigentlich wirklich top Leute, ich weiß, dass sie gut absichern, aber ich dachte so, das geht doch niemals gut bei 160 Mann, aber ich wurde dann doch des Besseren belehrt. Also ich muss sagen, die haben es wirklich top gemacht wieder. Ja, also ohne Worte. Und ja, ich würde auf jeden Fall immer wieder mit euch mitfahren. Das freut uns. Das hören wir gern, Sepp. Das ist super Dings, ja. Es ist klar, dass dann das mit 160 Leuten ein bisschen schwierig ist, aber wir haben es trotzdem auf die Reihe bekommen, wie du siehst. Und es sei dir eine Lehre. Ja, es ist echt nicht einfach. Also, ja, und dann halt dann wie gesagt, um auf die Pause zurückzukommen. Die Pause an sich fand ich ja in Ordnung, aber ich dachte jetzt so, warum stehen die jetzt alle hier? Ich weiß gar nicht warum. Und dann hieß es einfach immer, ja, na, wir machen alle Pause. So, alles klar, mitten auf der Fahrbahn. Dann das passt ja mal. Ja, also das war so, aber so war es schon ganz geil. Also man muss es ja auch auf die ganzen Leute da anpassen, dass sie da nicht auf einen Fleck passen, das ist klar. Also, deswegen habe ich mich da auch gar nicht aufgeregt oder so. Also ich fand es eigentlich chillig. Event-Server. Deswegen hat man einen Event-Server. Also da gibt es sogar die Regeln, mitten auf der Straße anzuhalten und zu blockieren und so weiter. Aber wie gesagt, aber so war es eigentlich top. Also kann man nichts sagen. Okay, wenn es dir Spaß gemacht hat, zieht erreicht. Wunderbar. Marvin, wünsche ich dir auch. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Super, danke dir. Ja, gute Nacht an alle. Guten Nacht, Marvin. Guten Nacht, Marvin. User disconnected from your channel. Sepp? Talk Power gerade weggegeben. Weil ich gerade mal Talk Power generell mal irgendwie aufheben wollte. Also, ich glaube, ich habe jetzt keinen mehr übersehen, hoffe ich mal. Die Talk Power. Schaut nicht so aus. Hoffe nicht. Naja, die kann ja dann jetzt auch dann anschließend sprechen, wenn noch was sein sollte. Ja, ansonsten hebe ich die Talk Power hiermit auf und ja. Ihr könnt gerne noch was sagen, aber nicht bitte alle durcheinander. Okay, Marco, kommst du zur Chemie? Was? Kommst du zur Chemie rüber? Wo? Zu der Chemie, Chemie rüber direkt nebenan. Wir wollen noch einen Abschied, ein Gruppenfoto machen. Ja, Gruppenfoto ist mal gut. Ja, ich komme gleich nochmal an. Ja, ja. Ich muss mal kurz. AFK und dann, ja. Also Talk Power erstmal weg und dann ist gut. Jo. Leute, ich wäre nicht sinnlos, wenn wir jetzt nicht einfach alle miteinander drehen würden, mit durcheinander. Genau, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal für alle und hoffe, es hat euch Spaß gemacht und macht weiter so und ihr hoffen auf weitere Einladungen und von uns wird dann demnächst auch eventuell mal irgendwas öfters kommen. Habt ihr schon unsere Einladung bekommen für Ostern? Daniel, ich glaube nicht. Ist der Michi glaubst da? Nicht? Nö. Michi, weißt du irgendwas vom SO? Von Daniel? Gerade Contrans seid ihr, ne? Ja. Warte mal, Michi ist gerade gemutet, der ist nicht da. Ich schick dir das Steam-Profil von Michi, dann kannst du das dem Michi Contrans direkt... Contrans noch nicht angefragt. Ich schick euch gerne mal. Du kannst ihn auch hier da reinsetzen, den Link ist auch nicht so schlimm. Ja. Dann kann sich jeder von der Contrans den selber nochmal so abspeichern, da weiß auch jeder selber noch Bescheid. Ja, der ist zeitlich mit der Continental. Also habt ihr bei der Continental User was mit vor? Ich hab dir mal von mich auch den Link geschickt. User nochmal, disconnected from dass du ihn hast, dass du ihn direkt anschreiben kannst.
Und Michi, achso, ja, ja, okay, Radio erstmal, warte mal, wen kann ich hier den... User disconnected from your channel. Rex? Ich würde den jetzt einfach erstmal dir geben, Rex. Okay. User mach das erstmal fix fertig und dann möchte ich dich mal kurz entführen. Für einen kurzen Moment. Okay. Rex, ich hab den jetzt erstmal geschickt, ne? Ja. Mit, also mit dem Michi gemeinsam dann mal, wenn der wieder da ist, dann. Hm, achso, wir drei, ja. Genau. Rex, gibt uns da noch eine Antwort? Wie? Ja, ja, du kriegst auf jeden Fall von mich hier eine Antwort. User disconnected. Alles klar, okay, dann seid ihr mal. Weil wie gesagt, das gebe ich immer der Michi dann halt weiter und der setzt sich dann mit euch dann halt in Verbindung. Alles klar, okay. Dann habt ihr ja schon mal. So, kann ich jetzt gehen? Nö. Nee, wir haben noch kein Abschiedsfoto gemacht, Pat. Paco, komm jetzt. Oh, hau rein, ey. Ich muss um 6 Uhr aufstehen. Paco muss schlafen. Jetzt komm. User disconnected from your channel. Irgendwie gestartet. 24.02. EU1, 18 Uhr Hamburg Werkstatt, Discord kommt noch und feste Route gibt es nicht. Oh, warte. Das muss ich mir kurz aufschreiben. Kannst du Link schicken? Schick den Link. Es gibt leider keinen Link. Es ist einfach nur von. Ja. 24.02. EU1, 18 Uhr Hamburg Werkstatt. Dann kannst du uns. Ja, ich hätte jetzt. Okay, warte, dann schneide ich mir das fix aus. Schnipping Marco Tour. Kommt, setzt sich in Bewegung, zack, zack. Lambda. So, Datei speichern unter. Na, kannst du alles fit. Marco, komm so, rüber, Bilder, Bilder, schlafen ich schreibe da jetzt einfach Demofahrt gegen Artikel 13. Genau. Du kannst ja und auch, dann wenn Hashtag du weißt. Internet.